Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte es mir eigentlich nie zu träumen gewagt, dass ich tatsächlich einem Grünen in einem Punkt zumindest zustimmen kann. Ja, in einem Punkt zustimmen kann, in einer Aktuellen Stunde, die selbst von den Grünen aufgesetzt worden ist, wenn der Ausschussvorsitzende Cem Özdemir zu uns sagt als CSU, dass wir immer nur die besten Politiker in unsere Ministerien schicken. Da kann ich ihm nur zustimmen. Lieber Cem Özdemir, Sie haben absolut recht mit dieser Annahme. Sollten sich die Meldungen tatsächlich bewahrheiten, dass diese Versuche an Affen dann auch lediglich zu PR-Zwecken durchgeführt worden sind, müssen diese Versuche natürlich umfassend aufgearbeitet und die Verantwortlichen natürlich mit aller Schärfe zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, das steht völlig außer Frage. Unser geschäftsführender Verkehrsminister Christian Schmidt, der zugleich auch für den Tierschutz zuständig ist, hat umgehend reagiert und eine Sondersitzung der Untersuchungskommission zum Abgasskandal im Bundesverkehrsministerium angesetzt, um die Vorfälle zu untersuchen. Die Autohersteller wurden aufgerufen, rasch und detailliert Stellung zu beziehen. Ja, für das schnelle und besonnene Handeln, lieber Bundesminister Christian Schmidt, möchte ich mich daher recht herzlich bei dir und deinem Haus bedanken. Allerdings möchte ich an dieser Stelle eindringlich davor warnen, diesen Vorfall politisch zu instrumentalisieren und diesen zu nutzen, die Dieseltechnologie weiter zu verteufeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Fehlverhalten Einzelner darf am Ende nicht dazu führen, dass eine für den Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere für den Klimaschutz wesentliche Technologie komplett kaputt geredet wird. Das kann mit uns nicht gemacht werden. Unterlassen Sie daher, liebe Grüne, bitte Ihren ideologischen Kreuzzug immerwährend gegen den Diesel und hören Sie auf, die Stimme der Vernunft in Ihrer Partei, den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der gesagt hat, ich zitiere, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, dafür brauchen wir auch den sauberen Diesel. In Sachen Dieseltechnologie hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, gerade auch unter der Mitwirkung der Politik. Moderne Diesel-PKWs haben geringeren Verbrauch und damit geringere CO2-Emissionen als vergleichbare Autos mit Ottomotor. Die Stickoxidemissionen des Straßenverkehrs sind im Zeitraum von 1990 bis 2015 in Deutschland um rund 60% zurückgegangen. Das ist doch wahrlich ein großer Erfolg auch der Automobilindustrie. Auch sind Dieselfahrzeuge deutscher Hersteller seit rund 10 Jahren serienmäßig mit Partikelfiltern ausgestattet, sodass auch die Feinstaubbelastung bei diesen Fahrzeugen inzwischen stark verringert wurde. Rund 830.000 Personen, ja, das entspricht knapp 14% in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, sind in der Automobilindustrie und erwirtschaften dabei einen Umsatz von über 400 Milliarden Euro pro Jahr. Diese starke Stellung ist ganz wesentlich dem deutschen Know-how im Motorenbau geschuldet, in dem auch ein erheblicher Teil der Mitarbeiter der Automobilindustrie beschäftigt ist. Ein unverzichtbarer Teil aus meiner Sicht der deutschen Volkswirtschaft. Etwa 2/3 dieser Arbeitsplätze findet man bei den Herstellern, ja, und auch ein weiteres Drittel bei den Zulieferern. Es geht also auch um kleine Zulieferbetriebe in unserer Heimatregion. Der besonders komplexe Dieselmotor hat einen großen Anteil daran, dass diese hochwertigen Arbeitsplätze in Deutschland existieren, auch bei uns in Bayern und in meiner Region Landshut, während sie in vielen anderen traditionellen Automobilländern bereits verloren gegangen sind. Dies müssen wir mit allen Mitteln vermeiden. Ein häufig formulierter Vorwurf aus der grünen Ecke lautet da, die deutsche Automobilindustrie hat bei der Elektromobilität geschlafen und halte deshalb am Diesel fest. Die Realität ist jedoch eine völlig andere. Insgesamt investiert die deutsche Automobilindustrie bis zum Jahr 2020 rund 40 Milliarden Euro in alternative Antriebe, wie zum Beispiel auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Die Unternehmen treiben also die Elektromobilität massiv voran, eine aus meiner Sicht sehr positive Entwicklung.
Der effiziente Verbrennungsmotor wird dennoch auf Jahrzehnte noch eine wichtige Rolle spielen. Mit synthetischen Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien könnte auch in Zukunft sogar CO2-Neutralität kommen. Aber um Geld in neue Technologien zu investieren zu können, muss dieses natürlich erstmal verdient werden. Das ist alles andere als ein Selbstläufer. Die Politik hat die Dieselaffäre durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss heute schon mehrfach zur Sprache gekommen, begleitet und hat insgesamt 3 Dieselgipfel im Bundeskanzleramt umfassend aufgearbeitet. Nun liegt es aber auch an der Industrie, das verspielte Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, zum Abschluss, die Verkehrswende, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wie sie von Ihnen immer wieder gefordert wird, kann nicht mit irgendwelchen Ausstiegsterminen für den Verbrennungsmotor gelingen. Wenn Sie in der Diskussion über die... Kollege Rosner, Sie müssen bitte einen Punkt setzen. Ich bin gleich, das ist mein letzter Satz. Wenn Sie in der Diskussion über die Zukunft des Verkehrs weiter mitreden wollen, müssen Sie Ihre Forderung auf Realitätstauglichkeit hin überprüfen. Abrupte Verbote aus ideologischen Gründen sind da völlig fehl am Platz. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Wort hat der Abgeordnete Mario Miruch.